Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag AskKulta. Und ja, ihr habt mir mal wieder ein paar Fragen gestellt und die werde ich jetzt hier wieder schön mit euch beantworten. Hier wieder zusammen auf unserem Stammplatz hier, mittlerweile schon auf meinem wundertollen Bett. Jetzt falle ich hier fast hinten rüber und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt wieder Fragen von über Twitter und über YouTube bekommen und ich werde erstmal mit den Fragen über Twitter anfangen. Hier ist auch eine Frage, die hatte ich beim letzten AskKulta vergessen mit reinzunehmen, und zwar von dem lieben @goldtex7 @kulturkraft.de #AskKulta: Wirst du schon erkannt in der Schule oder so von Freundesfreunden? Natürlich spricht sich halt sowas auch rum, gerade wenn man YouTube macht und all so einen Scheiß, und deswegen kann ich dazu sagen, ja. Allerdings war es nicht nur in der Schule so, es war auch schon mal, als ich bei einem Kumpel war, so, dass dann da irgendwelche waren und dann meinen Namen gerufen haben. Deswegen, ja, ist schon vorgekommen. Dann hier die nächste Frage von dem lieben Bayernär. @kulturkraft.de #AskKulta: Wann hast du dein erstes Handy bekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall mein erstes Handy schon im relativ jungen Alter bekommen. Was aber daran gelegen hat, dass meine Eltern sich halt getrennt hatten. Und deswegen hatte ich dann da halt schon sehr früh auch ein Handy bekommen. Das war noch damals so ein, was war das, ein Nokia, glaube ich. Die Handys, die so hart sind wie Steine einfach. Damit kannst du selbst Menschen umbringen und die gehen nicht kaputt. Es ist einfach sensationell. Und das war mein erstes Handy. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht genau das Alter, aber es war auf jeden Fall in sehr jungen Jahren. Dann die nächste Frage hier von dem lieben Funsplash. @kulturkraft.hd: Was war früher dein Lieblingsfasching bzw. Halloween-Kostüm? #AskKulta. Ich kann mich noch dran erinnern. Also ich war nie so der Typ, der sich jetzt groß irgendwie verkleidet hat für Fasching oder Halloween oder wer auch immer. Aber ich hatte für den Kindergarten, war das, glaube ich, oder war das für die Grundschule? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich da irgendwie so ein cooles Piratenkostüm. Falls ihr das finden solltet, ist jetzt hier nochmal eine kleine Szene eingeblendet, wo ich euch da zeige. Ansonsten läuft das jetzt nochmal weiter, das Video. Und ja, hatte ich so ein Piratenkostüm, da war auch so ein Papagei angenäht, der saß dann da und war schon ganz fresh eigentlich. Dann die nächste Frage von dem lieben der Nullter zockt. @kulturkraft.de #AskKulta: Wie lange machst du schon YouTube, alle Kanäle, nur wenn du andere hattest? Liebe Grüße, der Nullter zockt. Ja, ich mach das halt schon seit irgendwie 5 Jahren oder so. Hatte in der Zeit 1, 2, ich glaube mit dem Kanal jetzt hier 4 Kanäle, also die ich richtig geführt habe. Ich hatte halt als allererstes einen Kanal, das war halt, da habe ich ganz früher Real-Life-Videos drauf gemacht, so Supertalent verarschen. Aber da war ich auch noch ganz jung und dann irgendwann habe ich dann mit Minecraft angefangen, dann habe ich einen neuen Kanal gemacht und dann habe ich irgendwann wieder einen neuen Kanal und jetzt sind wir halt hier. Und den habe ich jetzt schon über 2 Jahre, den hier. Und ja, das war es an der Stelle auch schon mit den Fragen von Twitter. Dann werde ich mal ganz kurz hier auf YouTube umswitchen. Und zwar haben wir folgende Frage. Vom Flo war die #AskKulta: Wie bist du auf YouTube gekommen? Ich habe das schon mal gesagt, wie hier auch schon drunter geschrieben wurde, aber ich kann es trotzdem nochmal kurz sagen. Also ich bin durch eine Cousine von mir da drauf gekommen, die hatte sich irgendwie ein Video angeschaut und da bin ich dann halt irgendwie auch auf YouTube gekommen. Und ja, eigentlich relativ unspektakulär, aber das ist so meine Geschichte dahinter. Dann von Blanktor, nächste Frage, #AskKulta: Was sind die Lieblingsmusiks? Meinst du jetzt meine Lieblingsmusik oder Musiker? Das ist halt so eine Frage. Also Lieblingsmusik, ich höre halt gerne Rap. Und, aber ich habe da, ja,
Also ich feiere halt den neuen Track da von Kongi, könnt ihr an der Stelle euch auch immer anhören. 2012 heißt der. Web an der Stadt, sie zeigten für mich kein Interesse. Hab wegen Sprayer reich und bei der Polizei gesessen. War nicht stolz darauf, wohl eher das Gegenteil. Denn zu der damaligen Zeit war ich mein Leben leid. Kein Spaß, war wirklich schon bereit zu gehen. Wenn man allein da steht, bemerkt man Life is Pain. Und ist auch in der Beschreibung verlinkt, hatte ich auch im letzten Video, glaube ich, drin sogar. Entweder bei der Ender Games Folge oder bei Skywars, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall hatte ich das in einem der Videos drin. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, diesen Song. Und ja, den feiere ich halt auch zurzeit. Und ja, ansonsten bin ich halt gespannt auf das neue Album von Cassius Clay und die Verse, beziehungsweise es ist ja schon raus, aber ich habe es mir bisher noch nicht angehört und muss ich auf jeden Fall noch machen. Dann, mal gucken, haben wir hier noch eine Frage? Ich glaube, hier, von dem Vetrox, das ist eine ganz gute Frage und die ist auch durchaus ernst zu nehmen, und zwar Hashtag Askulter, magst du Züge? Also, Züge an sich sind halt schon ganz geil. Damit kannst du halt von Punkt A zu Punkt B fahren, aber die Deutsche Bahn hingegen ist nicht so geil, weil die verspätet sich ganz gerne mal. Und wenn es draußen kalt ist, dann bist du hinterher so ein Eisklotz oder so. Aber was ich gefeiert habe damals, habt ihr vielleicht mitbekommen, da waren noch so solche Typen, die hatten bei so einem Zug irgendwie so eine Tür zugemauert. Also das fand ich schon witzig. Aber naja, auf jeden Fall magst du Züge zum Fahren, ja, aber ich hasse bzw. bin mit so gewissen Unternehmen nicht so ganz einverstanden, beziehungsweise hab ein bisschen was gegen die. Aber naja, wie dem auch sei, das sind alle Fragen gewesen. Und falls ihr weitere Fragen habt, wie immer, schreibt es unter dieses Video oder auf Twitter mit dem Hashtag AskKulter, die werden dann in dem nächsten Video drankommen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann, ciao.